In diesem Video geht es darum, wie du mit vier einfachen Schritten dazu kommst, maximal sympathisch zu wirken. Wenn dir solche Videos gefallen, dann setz gerne die Glocke als Zeichen dafür, dass du bereit bist, neue Videos zu den Themen Selbstentwicklung zu bekommen. Abonniere gerne meinen Kanal und hinterlass mir doch ein Like oder auch einen Kommentar, was dir denn für Sachen oder für Themen gefallen. Mein Name ist Martin Zimmermann, ich bin Business Life Coach und in diesem Video geht es darum, zu erfahren, wie du in deinem Leben mehr Sympathie ausstrahlst und wie du sie auch zurückbekommst. Gehörst du zu dem Typ von Menschen, die nach Harmonie streben, die den freundschaftlichen Umgang miteinander suchen, die versuchen immer, ja, das Positive in die Welt zu bringen, aber du schaffst es manchmal nicht, weil dich äußere Umstände beeinflussen, deine Tagesform entscheidend darüber ist, wie du dich fühlst und auch welche Energie du zurückbekommst und was du mit dem Tag machst, was die Leute, wenn sie auf dich zukommen und dir sagen, hey, warum bist du heute wieder schlecht drauf und du dich aber gar nicht so schlecht drauf fühlst, aber trotzdem irgendwas das Ganze provoziert hat, dass die Menschen sich nicht so wohl fühlen in dem Umgang mit dir, dann liegt es daran, dass du noch nicht weißt, wie du maximal sympathisch sein kannst. So ging es mir auch. Ich bin absolut ein Harmonie-Strebe-Freak. Ich brauche es im zwischenmenschlichen Umgang, dass eine gewisse Harmonie herrscht. Auch aufgrund meiner Geschichte, aufgrund meiner Erfahrungen bin ich doch sehr scharf drauf und gefällt es mir sehr, wenn ich mit Menschen in Verbindung bin, die ähnlich schwingen wie ich, die auch gut drauf sind und die ähnliche Ziele verfolgen wie ich, weil es der einzige Weg ist, um im Leben weiterzukommen und sich auch immer wieder zu hinterfragen, indem man von Menschen ehrliche Antwort bekommt und nicht schief angeschaut wird, weil man nicht so gut drauf ist wie die anderen. Sprich, wenn du mehr Anziehung haben willst, wenn du mehr Freude in deinem Leben ziehen willst, dann geht es darum, auch den Menschen entsprechend zu begegnen. Darum erstens, der erste Punkt ist, wie schaffst du es, positiv zu wirken? Indem du lernst, Menschen vielleicht mit einem Kompliment zu begegnen, mit einem Lächeln. Es hängt nicht davon ab, dass du ihnen möglichst vieles Positives gibst, sondern dass du möglichst viel Positives ausstrahlst. Und zwar, weil du weißt, wer du wirklich bist. Das heißt, es ist darum zu lernen, wer bist du eigentlich? Was ist denn deine Realität? Und auch zu akzeptieren, dass die Realität des anderen relativ ist. Alle Relativitäten, alle Perspektiven sind subjektiv. Ob das Wetter heute schön ist, hängt nur von dem ab, ob ich es heute als schön empfinde. Manche Leute mögen vielleicht keine Sonne, sondern mögen eher den Regen. Oder sie mögen eher, dass es kalt ist, weil sie ein Heißblütler sind und ich mag es eher, wenn es warm ist, weil ich eher warm und angenehm fühle. Also es ist absolut relativ, wie du die Welt siehst und wie du deine Umwelt empfindest. Daher sei auch entsprechend mitfühlend und verständnisvoll, wenn Menschen vielleicht mit anderen Meinungen, mit anderen Wahrheiten durchs Leben gehen als du. Als zweitens geht es darum zu akzeptieren, dass es alles eine Wertlosigkeit hat. Es hängt dann zusammen mit dem zweiten Punkt oder mit dem ersten Punkt, diese Art von Ansicht zu haben, dass etwas gut oder schlecht ist wirklich absolut relativ. Und je mehr ich aber ins Verständnis komme, dass jeder persönliche Ansichten haben darf und ich auch entsprechend erst hoch schwinge und anziehend wirke, wenn ich denn weiß, wer ich wirklich bin, wenn ich meine Ziele vor den Augen habe, wenn ich meinem Traum, meinen Träumen nachgehe und wirklich so mein Leben lebe und umsetze, die Dinge umsetze, wie es mir gefällt und Spaß dabei habe und jeden Tag aufstehe und den Tag als neue Chance erlebe, dann kriege ich auch Sympathien erstmal zurück und ich wirke auch sympathisch, weil ich davon ausgehe, und das ist meine Meinung, dass wenn ich positive Ausstrahlung abgebe, wenn ich positive Energie abgebe, dann bekomme ich sie auch zurück. Das heißt, es ist umgekehrt
der physischen Gesetze, des Magnetismus, dass sich Gegensätze anziehen. Es ziehen sich wirklich und im Universum zieht sich Gleiches an. Das heißt, ich sende gut Positives aus, ich kriege Positives zurück. Ich sende Negatives aus, ich sende Negatives zurück. Ich habe schlechte Gedanken über eine Person, vielleicht denkt die Person schlecht auch über mich. Ich gehe der Person gegenüber in einem Gespräch, in einer Begegnung wertlos und erwartungslos, ohne Urteile, ohne Vorurteile rein. Dann bestehen die Chancen, sind die Chancen sehr hoch, dass ich entsprechend auch eine Wertlosigkeit, eine positive Rückmeldung, eine Resonanz von der Person bekomme, die mich gut stimmt, die mich fröhlich macht. Dann als dritter Punkt ist, es geht immer wieder darum, sich zu visualisieren und in diese positive Schwingung zu kommen, indem du dir das Ende in dein Leben ziehst, das Ende deines Lebens in dein Leben ziehst, das Ende, dein Ziel, deine Traumziele, der immer wieder in die Präsenz ziehst. Dafür ist es notwendig, dass du erstmal verstehst, was eigentlich deine Ziele natürlich sind. Dafür gibt es ein anderes Video von mir, kannst du gerne anschauen. Aber letztlich geht es darum, das anzuwenden, wie ich maximal meine positive Energie nutzen kann, um meine Ziele in mein Leben zu holen, um die Zukunft heute schon zu leben, um mein bestes Ich, die beste Version von mir selbst heute schon zu sein und so zu agieren, wie ich gerne sein würde. Und letztlich ist es entscheidend, dass du mit einem gewissen Plan, in einem Vertrauen, in einen Plan, dass du zu diesen Zielen kommst, durch das Leben gehst. Wenn dir dieser Plan fehlt, dann finde ich, drehst du dich im Kreis, dann kannst du verloren sein, dann bist du immer wieder ja, in diesem Mangelgefühl drin, weil du nicht verstehst, wie du vorwärts kommst. Wenn du aber diesen Plan hast, wenn du eine Strategie bekommst, wie du sympathisch sein kannst, wie du erfolgreich sein kannst im Leben, wie du Geld machst, was auch immer es sein mag, was deine Ziele sind und du schon eine Idee hast, du musst nicht den genauen Weg kennen, du musst nur wissen, okay, ich weiß, dass es den Weg gibt und den Weg gilt es zu gehen und es gibt Hindernisse und es gibt Aufgaben, es gibt keine Probleme und lösungsorientiert denkst, dann wirst du maximal sympathisch und anziehend für Menschen, die auch in dein Leben passen und die mit dir den Weg gehen können und vielleicht den Weg auch bereichern bzw. auch verschönern. Und als viertens gilt es auch daran zu glauben, dass wenn du weißt, wie dieser Plan ausschaut, dass du ihn auch weitergibst, dass du weißt, dass deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen dich reich machen und alles, was du nicht tust, um ja, diesen Weg zu gehen und deine Erfahrungen weiterzugeben, dein Wissen weiterzugeben, Menschen mit Fragen zu begleiten, ihnen Fragen zu stellen, warum sie dann nicht ihren Weg gehen. Das ist alles unterlassene Hilfeleistung. Und du darfst ja auch immer wieder sagen, es sind die Aktionen, die inspirieren, es sind die Aktionen, die anziehend wirken und nicht deine Worte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder auch ein Abonnement und drück die Glocke, damit du auch in Zukunft Bescheid weißt, wenn ich neue Videos poste. Ich würde mich freuen darüber, auch wenn du mir in den Kommentaren schreibst, was dich für Themen sonst so interessieren und über was ich reden darf. Ich habe mich gefreut, dass du zugeschaut hast. Danke für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis bald. Ciao.